Willkommen zurück bei Mittelerde Schatten des Krieges. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir rennen einmal hier mitten durch die Stadt und sammeln alle Punkte wieder ein, die wir hier so. Ja. Die wir so haben hier. Endlich für all die Jahre der Unterdrückung durch die Nordmenschen zu. Was war das? Hoch, 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 hoch. Hi! Wo auch immer du herkommst. 6 von 11. Gondorische Märchen sind voller Drachen, kleineren Versionen der großen Drachen, die angeblich unter der Erde ruhen. Doch hier in Mordor habe ich sie mit eigenen Augen gesehen, aber aus sicherer Entfernung. Und sie sind ganz anders als in den Märchenbüchern. Sie sind tödliche Jäger der Lüfte, räuberisch und grausam, geschickt darin, ihre Beute zu quälen, bevor sie sie fressen. Diese Schuppe von einem Drachenkadaver in einer Graukühle gibt eine Vorstellung von ihrer Größe. Und davon, wie stark sie sind, um dieses Gewicht durch die Luft zu tragen. Ja, wir haben auch schon einen Drachen gesehen. Oh Gott, wie viele Punkte sind denn hier noch? Meida. Muss ich eigentlich auch noch hin? Oh, so viel zu tun. Die Schuppe eines jungen Drachen oder die eines ausgewachsenen Exemplars? Sicher noch ein Jungdrache. Ausgewachsen hüten sie ihre Schuppen. Das war der falsche. Egal. Nicht, dass es einen Unterschied macht. Auf nach oben. Ab. Ab. Hier noch irgendwo ein Ork? Nein, das ist nicht. Okay. 7 von 11. Es sind schon nur noch 4. Wow. Wir Gondoraner nannten Minas Ithil Heimat, können aber nicht für uns beanspruchen, es errichtet zu haben. Die Ehre gebührt Vertriebenen aus dem sagenumwobenen Reich Numenor jenseits des Scheidemeers. Diese fabelhaften Architekten schufen eine Stadt aus Marmor, die das Mondlicht spiegelt und von innerer Wärme erfüllt ist. Doch die Schönheit und das Licht erzürnten den Hexenkönig, der sich an Gondor rächen will. Gut, gut, gut. Feinde besiegen, das ist ja easy. Die Numenora haben wie die Elben ein Talent für Türme. Was glaubst du, wer sie unterrichtet hat? Sie waren altkluge Schüler. Ich bin schneller als ihr. War das der Richtige? Aua. Ich verstehe das mit dem Eissturm nicht. Zwischendurch kommt da unten Eissturm. Aber wenn ich dann B drücke, dann passiert halt einfach nichts. Das gibt irgendwie kaum Sinn. Hm, merkwürdig. 8 von 11. Es wird behauptet, diese Pfeife sei das Werk von Hobbits, einer Art Halblinge, die jenseits der uns bekannten Gebiete im Norden leben. Es ist sicher seltsam, vor Erwachsenen zu stehen, die mir kaum bis zur Hüfte reichen. Aber nach dem, was ich in Mordor sah, wäre ein Hobbit auf eine willkommene Art seltsam. Allerdings würde ein Hobbit in Mordor sicher nicht lange überleben. Tja, länger als ihr. Fehlt nur noch etwas Pfeifenkraut. Wie man sie weit und breit kein zweites Mal findet. So, irgendwo da hinten ist mein... Da oben. Und dann gehen wir da 30 Feinde töten. Scheinbar ist das... Das... Genau dahin solltest du. Genau. In der großen Halle von Minas Ithil hüteten wir nicht nur die Schätze unserer Vergangenheit. Wir bewahrten dort auch die Gegenwart. Ein Archiv unserer gesamten offiziellen Korrespondenz mit der Hauptstadt. Ich legte die Sendschreiben aus Minas Tirith dort ab, nachdem mein Vater sie gelesen hatte. Erst hatte ich es wöchentlich,
Doch als die Umgebung gefährlicher wurde, kamen Schriftrollen wie diese nur noch selten. Ob es Hilfsversprechen gab, die die Orks abfingen? Pläne zur Unterstützung, die wir nie sahen? Die Arbeit der Obrigkeit auf Pergament reduziert. Minas Sithil brauchte kein Pergament. Es brauchte Verstärkung. Auf geht's. Auftrieb. Puh. Was sollen wir denn tun? 30 Gegner töten. Wahrscheinlich noch irgendwas Spezielles. Und wahrscheinlich auch noch in einer gewissen Zeit. Reit. Ehrgeiz hatten wir zur Genüge. Ich hatte den einen Ring. Nicht Sauron. Er würde es nicht wagen, sich gegen mich zu stellen. Doch er tat es. So, das eine ist klar. Jetzt muss ich mal ganz kurz ein bisschen parieren. Eigentlich hätte ein Ziel sein sollen, nicht keinen Schaden zu erleiden. Oh, okay, da ist der Schaden. Da habe ich mich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Sehr schön. Dankeschön. War es Ehrgeiz oder Arroganz, dass ich mich Sauron direkt stellte? Doch hätte der Ring mich nicht verraten? Red ruhig weiter, ich höre dir zu. Wäre er mir nicht von meiner Hand gerutscht. Menschen für ihre Kriegstreiberei. Die bösen Menschen werden für ihre Kriegstreiberei zahlen. Das hätte es so gern. Das von einem Ork zu hören, ist nicht ganz geil. Nein, nein, nein! Minas Ghul haben es auf dich abgesehen. Schon wahr. Aber sie haben sicher nichts dagegen, wenn ich ein paar Stücke behalte. Also ehrlich muss ich gestehen, ich habe gerade keine Zeit und eigentlich kein Interesse. Zehn von elf. Als er nur von seinem Aufeinandertreffen mit dem Hexenkönig nicht zurückkehrte, verbreitete sich die Kunde von seiner Niederlage wie ein Lauffeuer in Gondor. Die Truppen des Hexenkönigs sammelten sich wieder und eroberten schnell Eärnurs ehemalige Gebiete. Einige fielen so schnell, dass die Briefe des ersten Truchsesses Mardil nie ihr Ziel erreichten. Über Generationen bewahrten wir die ungelesenen Briefe auf, dazu bestimmt, immer versiegelt und ungelesen zu bleiben. Wir wissen, dass die verlorenen Gondoraner ihre Briefe nie abholen werden, doch wir behalten sie, um ihr Andenken zu ehren. Nett von euch, auf jeden Fall nett von euch. Es gibt nur noch ein einziges und das ist dort. Und dann haben wir diese Herausforderung auch noch. Okay. Die machen wir beide noch, auf jeden Fall, bevor wir dann zur Hauptmission wieder zurückgehen.
Bist du nicht versucht, die Briefe zu lesen? Nicht nötig. Ich kenne das Herz meiner Leute. Ich weiß, was sie sagen. Ich frage mich, ob die Elben so schmucklose Dinge haben wie wir. Selbst ihre einfachen Gefäße scheinen ungewöhnlich fein. Dieses Artefakt gehörte zu einem Gedeck, das uns vor Jahrhunderten geschenkt wurde. Die anderen Teile zerbrachen, als eines von Mordors vielen Erdbeben sie aus dem Regal warf. Ich wünschte, meine Vorfahren hätten die Scherben aufbewahrt. Ich würde sie gern zusammensetzen. Elbendinge verdienen es, bestehen zu bleiben. Wieder ein Fähigkeitspunkt daran. Wie laufen die Feste der Elben ab? Mit Würde, nicht wie die Gelage der Orks. Oder Menschen. Und wenn ich mich nicht täusche, muss dann irgendwo hier hinten das Ding sein. Ja, habe ich recht gehabt. Das war schlecht von mir. Da wollte ich nicht hin. Ach, da wieder ganz hoch. Auf jetzt hoch. Hoch, hoch hinaus. Und es hat anscheinend irgendwas mit Bogenschießen zu tun. Schauen wir uns doch mal an. Gucken wir, ob wir es schaffen. Ich tippe einfach mal. Maynard. Erfindungsreichtum. Im Leben konnte sich kein Juwelenschmied noch Künstler mit mir messen. Was ich mir vorstellen konnte, konnte ich erschaffen. Zehn Stück. Da ich nicht weiß, wo es gleich weitergeht, wird das eventuell ein bisschen problematisch. Shit. Ja, schaue ich nicht. Wenn ich wüsste, wo die sind, vielleicht. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Hallo? Führe Schatten auf gegen alle Bogenschützen. Das ist ja nett gedacht. Aber wo sind die? Es scheint so, als wären sie hier nicht. Das wird erzählen, die sind nicht gespawnt, oder was? Hä? Was habe ich denn jetzt verkehrt gemacht? Ich habe irgendwas total falsch gemacht. Wir sind nirgendwo.
Ich glaube, ich habe die Mission verbuggt. Wurde jetzt die Auftrag gegen? Was? Ich bin sehr verwirrt. Sehr verwirrt, tatsächlich. Medard, Erfindungsreichtum. Im Leben konnte sich kein Juwelenschmied noch Künstler mit mir messen. Was ich mir vorstellen konnte, konnte ich erschaffen. Also... Die da hinten sagen mir alle nichts. Ich habe sie, glaube ich, gefunden. Aber ich habe die eben waren die nicht da. Also, das lief nicht so wie gewollt. Das schaffe ich jetzt auch nicht mehr in der restlichen Zeit. Oder? Doch, ich schaff's. Eine Zeit schaffe ich, das heißt, einen Fähigkeitspunkt kriege ich, aber. Ich konnte keinen Schattenangriff ausführen. GG, Game, GG. Wow. Really? Medard, Erfindungsreichtum. Im Leben konnte sich kein Juwelenschmied noch Künstler mit mir messen. Was ich mir vorstellen konnte, konnte ich erschaffen. Das war jetzt nicht meine Absicht. Scheiße. Okay, ich bin wieder gut dabei. Also. Nevermind, ich bin nicht mehr gut dabei. Okay. Nein!
Und jetzt muss ich treffen. Oh, Glück gehabt. Das wäre jetzt richtig bitter geworden. So, jetzt habe ich ein kleines Problem, weil ich habe erstens nur noch 4 Sekunden. Und ich kann schon wieder nicht. Jetzt geht's. Ach, das kostet 2 Pfeile. Deswegen. Jetzt habe ich die schwierigere Challenge geschafft, aber die Zeit-Challenge nicht. Ja. Ja. Naja, so ist das Leben. Fähigkeitspunkt habe ich dadurch trotzdem erhalten. Das reicht schon. Okay. Ringe der Macht zu schmieden mag leichtsinnig scheinen. Für ihn. Wo ist denn hier mein... Wo ist denn... Furcht, ihre Vision verdrängt. Ein wahrer Schöpfer kennt keine Grenzen in seinem Handwerk. Ich würde sagen, die Tür hier ist doch schon offen. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ich habe die Tür sogar schon geöffnet. Ich verstehe nicht ganz, was mir das gebracht hat. Egal. Ich habe keine Ahnung, was mir das Einsammeln von den ganzen Dingern eben gebracht hat. Wir haben... drei Sachen. Was ist das hier? Ich kann mir eigentlich einfach alles lernen. Ne? Graukreiten. Reittierrufen. Wir lernen einfach jede Fähigkeit und danach können wir gucken, wie wir uns spezialisieren. Gut. Das war's aber dann soweit hiermit. Und wir machen beim nächsten Mal tatsächlich dann auch endlich mit der Hauptquest weiter. Bis dahin, viel Spaß in den Videos. Euer Hedi.